Bevor ein neues Five Nights at Freddy's Spiel rauskommt, bekommen wir heutzutage cinematische Trailer, volle Ingame-Analysen und einige Poster, sogar andere Merchandise-Artikel wie Funko-Pop-Figuren, die uns aber spoilern. Ich Egal, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Werbung damals war deutlich simpler, weil Scott ja irgendwo eine Ein-Mann-Armee war und mehr mit Teaserbildern gearbeitet hat. Da halt mehrere Trailer pro Spiel zu machen, war halt einfach nicht drin. Zeitlich, das Spiel sollte auch gut werden, was sie ja wurden. Dementsprechend hat er, wie gesagt, mit diesen coolen Teaserbildern gearbeitet, die meiner Meinung nach sogar noch nicer sind als das, was Five Nights at Freddy's heutzutage wirklich macht. Und deswegen wollte ich mit euch zusammen mal eine Reise in die Vergangenheit machen, wo wir uns die ganzen coolen Teaserbilder nochmal ansehen und was für dunkle Geheimnisse in ihnen stecken. Denn in den meisten Teaserbildern steckte noch viel mehr drin, als es nur den Anschein hatte. Viele von euch werden ja nicht aktiv miterlebt haben, wie die rausgekommen sind, weil die meisten dann zu jung sind. Ich meine, FNAF ist sehr alt, 10 Jahre fast. Und deswegen dachte ich mir, fangen wir direkt einmal bei FNAF 2 an. Warum nicht FNAF 1? Da gab es nicht so viele Teaserbilder, weil das Projekt nicht so wirklich Werbung hatte. Das war ja noch damals das Steam Greenlight-Projekt, deswegen ja, fangen wir bei FNAF 2 an. Und hier haben wir schon einige echte Klassiker. Zum Beispiel das Grand Reopening 2015 Teaserbild, auf dem wir Withered Freddy sehen, wo halt Freddy uns grüßt. Und da fällt uns erstmal auf, hey, das ist ein komplett anderer Freddy als der Freddy, den wir bis jetzt in FNAF 1 kennen. Und das hat schon mächtig Interesse geweckt. Dann, bereits im nächsten Trailer, wurde Mangle angekündigt, mit einem Haken, den sie später nicht mehr hatte, aber naja. Eine weibliche anmutende Version von Foxy hat natürlich das Fandom komplett ausrasten lassen, zumindest den seltsamen Teil von uns. Und so sollten die Teaser von Woche zu Woche erscheinen, mit dem nächsten, der uns zeigte, dass wir eine Maske im Office tragen, sowie einem anderen gruseligen Render von Foxy im Hallway. Das sieht einfach nur cursed aus, aber ist sehr gut gelungen. Auch die Überschrift passt sehr gut mit dem Teaser zusammen. Was auch hier anfing, waren die dunklen Teaser, die, um etwas wirklich zu erkennen, man aufhellen musste. Und das hat er direkt in seinem nächsten Teaser genutzt. Hält man dieses Bild nämlich auf, sieht man das erste Bild der Puppet. Oder wie Fans sie damals nannten, The Marionette. Und auch unser erster Blick auf die Kamera war sehr interessant. Nun war das der letzte FNAF 2 Teaser und wir waren alle gehypt zu dem Zeitpunkt. Wärt ihr gehypt gewesen, wenn ihr sowas live mitbekommen hättet? Ich denke schon. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr diese Teaserbilder findet. Und wenn ihr dort seid, lasst direkt ein Like und ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt und ihr mehr sehen wollt. In FNAF 3 waren die Teaser nämlich auf einem ganz anderen Level. Er hat es jetzt schon einmal gemacht und weiß jetzt, was polarisiert. Der I'm Still Here Teaser und dann dieses Bild ist einfach nur creepy und wirft so viele Fragen auf. Besonders, wer er denn ist? Wer ist immer noch da? Golden Freddy, Chica, The Puppet oder sogar Fredbear? Keiner wusste es damals und jeder versucht es herauszufinden. Besonders die menschlichen Augen konnte niemand erklären. Anders als in den nächsten Teasern, welcher die Toy Animatronics zeigte, wie sie komplett zerstört in einer Box chillten. Hier wussten wir, wer die Dinger sind, beziehungsweise wer die Dinger waren. Und hier hat man sich auch direkt einmal einen Namen für Springtrap ausgedacht, nämlich Salvage. Weil der kaputt aussah und wir da Überreste haben von anderen Dingern. Naja, guter Name. Wenn wir hier die Technik des Aufhellen nutzen, sehen wir Springtrap, der direkt daneben steht. Leider kam nach den zwei Teasern der Trailer, welcher gar nicht mal so viel zeigte, lediglich das finale Design von Springtrap und den Springlock Failure. Nun wurden auch die großen Worte "He always comes back" geäußert. Und auf Scotts Webseite zu dem damaligen Zeitpunkt in lila Farbe niedergeschrieben, was die Verbindung von Purple Guy und Springtrap wohl bestätigte. Die letzten beiden Teaser von FNAF 3 waren The Phantom Animatronics und eine Form von Countdown auf Phantom Bibis Bild, welcher dann komplett verworfen wurde, da er das Spiel mal wieder Monate vor dem eigentlichen Release rausgehauen hat, was ein klassischer Scott-Move ist. Nun, am Ende von FNAF 3, was ja eigentlich der letzte Teil wurde, sein sollte, haben wir auf Scotts Webseite nur noch einen Hut gesehen, der im Rampenlicht steht. Was wohl das Auf Wiedersehen und danke für eure Hilfe
und eure Unterstützung heißen soll. Denn FNAF 3 sollte hier die Story abschließen. Bis da die Fans gekommen sind und gesagt haben, Springtrap sieht aus, als würde er nach der Zigarette fragen. Und er sich dachte, ihr wollt gruselig, ihr kriegt gruselig. Und dann hat er FNAF 4 gemacht. Und mit dem neuen Spiel kommen auch neue Teaser. Denn der erste Teaser war, wie dieser Hut verschwunden ist. Und das sollte wohl bedeuten, dass FNAF jetzt doch weitergeht. Und der nächste Teaser ist etwas, das wir bis dato noch nie gesehen haben. Nämlich der erste Nightmare Animatronic. Nightmare Freddy. Wir... den Hut in der Hand hält. Und das symbolisiert wohl die Stafette, das Weitergeben an die nächste Generation von FNAF-Spielen, die mit FNAF 4 ja wohl anfing. Sollten wir hier die geheime Technik des Aufhellens anwenden, so sehen wir eine Nachricht, beziehungsweise einen Namen. Nightmare. Was der Name der Animatronic-Serie ist, die wir hier bekämpfen werden müssen. Nun haben wir nicht nur einen Teaser zu Freddy bekommen, sondern auch zu den anderen. Angefangen mit Nightmare Bonnie, welcher die Frage stellt, was it me? Und wir alle wissen, auf was die Nightmares hier hinaus wollen. Den Bite of 87. Wir alle dachten, fragen die Nightmares uns jetzt, ob sie es waren? Stellen sie es in den Raum, dass sie es sind? Denn jeder einzelne Nightmare hat diese Message in seinem Teaserbild bekommen. Freddy, der jetzt die Frage nicht gestellt hat, trotzdem gehört er ja wohl irgendwie dazu. Meiner Meinung nach ist dies schon einer der besten Teasern, denn er hatte wirklich mit FNAF 4 die Möglichkeit, viele Fragen zu beantworten, besonders den Bite of 87. Nun wurde in FNAF 4 der Bite of 83 und keiner der Nightmare Animatronics hat annähernd irgendetwas damit zu tun. Trotzdem ist dies eine extrem nice Art von Storytelling, denn nicht nur sind die Teaserbilder extrem verstörend mit den Nightmare Animatronics und die Frage, was it me, einfach verdammt interessant. Wir haben auch ein Beta-Design von Nightmare Foxy gesehen, wo er noch die lange Zunge hatte, die man ihm weggenommen hatte. Warum? Das letzte Teaserbild, das Scott genutzt hat, um FNAF 4 anzuteasern, waren eine lila Fliege sowie ein Hut, welcher wohl der Teaser für den guten Fredbear war. Was ein absolut cooler Teaser ist, wir kriegen jetzt einen ersten Blick auf einen so interessanten Charakter und das hat uns alle extrem gehypt. Besonders als er dann den wirklich letzten Teaser rausgehauen hat, wo dann diese Nightmare-Visage war, die einfach diese lilane Fliege anhatte, wussten wir alle, hey, das wird jetzt abgefuckt scary. Und haben uns schon mega drauf gefreut. In dem Fall hoffe ich, dass euch dieser Einblick in die FNAF-Teaser gefallen hat. Und falls ihr mehr sehen wollt, lasst auch ein Abo und ein Like da und schreibt in die Kommentare, ob wir mit dem nächsten Spiel weitermachen sollen. Relaxen Game, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank, dass du dir das Video bis ans Ende angeguckt hast. Und besonderen Dank geht nochmal raus an unsere Kanalsupporter: Mike, JP, Paw Patrol, Fox X Rocky, Goldgamer PG, Kindergarten LP, Tjulman, XX, Baguette Sniper XX, Janbu, Tristan Nerger und Comcoman. Vielen Dank für eure Hilfe und wir sehen uns im nächsten Video.